Moin Moin, schön, dass ihr wieder reinschaut hier bei Northern Delight, eurem Technik- und Lifestyle-Channel. Heute geht es um das Thema Fotografieren und Fotos und was man am Ende des Tages mit seinen Bildern machen kann. Wie ich werden viele von euch sicherlich die Fotos erst einmal von der Kamera auf den Rechner laden und sich dort anschauen oder eine Diashow draus machen. Aber einige Bilder, die sind halt so besonders, die möchte man sich zum Beispiel vergrößern und an die Wand hängen. Ganz besonders toll kommen Fotos zur Geltung, wenn sie auf Acryl gedruckt werden. Und da gibt es einige Anbieter im Internet und wir haben für euch mal acrylglasfoto.de angeschaut und ausprobiert. Um euer Acrylglasfoto zu bestellen, müsst ihr zuerst einmal auf die Website von acrylglasfoto.de gehen und dort euer Foto hochladen. So, das tut ihr hier. Einfach jetzt Datei auf eurem Rechner auswählen. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Und dann auf Bild hochladen klicken. Wichtig dabei ist natürlich, dass ihr das Bild schon mal vorbereitet habt und auch eine geeignete Qualität habt. Also es muss von guter Qualität sein, sonst seht ihr natürlich hinterher auf den Fotos nur Pixel. Also das muss schon eine ordentliche Auflösung haben. Das dauert jetzt einen kleinen Augenblick, bis das Bild hochgeladen ist. Aber wie ihr seht, das Ganze ist hier jetzt Echtzeit und eigentlich geht es doch relativ schnell. Genau, die Zeit haben wir noch. Gleich ist es oben und dann können wir bei den nächsten Schritten weitermachen. So, nun seht ihr, das Bild wurde erfolgreich übertragen und Acrylglas ist hier auch schon ausgewählt. Ihr könnt euch aber auch noch umentscheiden, ob ihr ein Poster haben wollt oder ein anderes Format. Wir entscheiden uns natürlich für Acrylglas, darum geht es hier. Und jetzt müsst ihr noch das Format auswählen und hier werden euch dann auf der nächsten Seite alle verfügbaren Formate für das Bild, was ihr hochgeladen habt, angezeigt. Es geht los bei 40x30, unser Bild war 60x45. Ihr seht hier dann eine kleine Vorschau, wie es bei euch zu Hause aussehen könnte. Und das ist natürlich nur ein kleiner Anhaltspunkt. Und ihr seht hier auch, im Moment sind die Bilder gerade reduziert, zumindest die 3 mm starken Acrylglasbilder. Jetzt gehen wir auch weiter. Und auch ganz wichtig, auf der nächsten Seite könnt ihr nochmal auswählen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass ihr das Bild in einer stärkeren, mit einem dickeren Acrylglas bestellt. Das kostet dann natürlich Aufpreis. Das wollen wir jetzt gerade nicht, deswegen klicken wir auf Weiter. Dort geht es zu der Aufhängung, auch sehr wichtig, denn sonst könnt ihr das Bild natürlich nicht an der Wand aufhängen. Und wir haben uns für die erste Variante, Kappel, entschieden. Das ist eine Aufhängung, die hinten auf das Bild draufgeklebt wird und somit unsichtbar ist. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, das Acrylglasbild aufzuhängen. Dann geht ihr auch weiter und habt jetzt schon mal euer Bild zusammengestellt. Jetzt braucht es nur noch in den Warenkorb legen, abschicken und dann ist es nach kurzer Zeit schon bei euch. Ihr habt gesehen, wie schnell man mit der Bestellung bei acrylglasfoto.de durch ist. Man muss natürlich wissen, was man haben möchte, aber dann sind es ein paar Minuten und man hat das Foto bestellt. Das hat uns schon mal begeistert. Noch mehr begeistert hat uns die Geschwindigkeit, mit der das Foto dann bei uns war. Nach nur 3 Tagen hatten wir bereits das Foto geliefert bekommen und das zeige ich euch jetzt mal. Hier ist es. Es ist das Format 60x45 cm und in einer Stärke von 3 mm. Ihr könnt es, wie ihr schon gesehen habt, auch in 8 mm bestellen. Und ja, auch das Foto begeistert uns, nicht nur die Geschwindigkeit, wie es gekommen ist. Es ist wirklich, die Farben kommen gut raus, es strahlt, es leuchtet richtig. Und es ist eine wirklich tolle Idee, mal ein Foto auf diese Art zu vergrößern. Denkt bitte auch unbedingt daran, wenn ihr das macht, wenn ihr es bestellt, dass ihr eine passende Halterung bestellt. Wir haben uns für die unsichtbare Halterung entschieden, die auf die Rückseite des Fotos geklebt wird
und dann kann man das Bild unsichtbar sozusagen mit Schrauben an die Wand hängen. Das war es für heute auch schon, unser Review von wie man Fotos noch besser zur Geltung bringen kann, wenn man sie vergrößert an die Wand hängen möchte. Acrylglas ist dann eine ganz tolle Geschichte und wir sind von acrylglasfoto.de oder wir sind mit acrylglasfoto.de sehr zufrieden. Es wurde schnell geliefert, die Qualität ist top in Ordnung und im Moment sind die 3 mm Fotos sogar auch noch reduziert. Schaut mal rein und wenn ihr es macht, könnt ihr ja auch hinterher mal posten bei uns, wie euch das Ergebnis gefallen hat. Ich hoffe, gefallen hat euch auch dieses Review und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Und ich sage für heute Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Holger.